Beginnen möchte ich meinen heutigen Stadtspaziergang beim Burgtheater, das ja direkt gegenüber des Rathauses liegt, nur durch den Universitätsring getrennt. Bin hier allerdings an der Seite, aber mit einigen sehr reizvollen und interessanten Detailansichten, von denen noch einige weitere folgen werden. Etwas neuer als das Burgtheater ist diese sogenannte Wächterin, die irgendein gutmeinender Künstler irgendwann einmal hier aufgestellt haben dürfte. Und während ich hier einige Details des Burgtheaters im Bild zeige, erzähle ich ein bisschen was über die Baugeschichte. 1873 bis 1888 erbaut von den Architekten Gottfried Semper und Karl Hasenauer, ist das Burgtheater das größte deutschsprachige Theaterhaus geworden. An den Abschlüssen der großen Fenster sind die bedeutendsten Dramatiker als Büsten aufgestellt. Viele, viele figurale Darstellungen am Dachfries. Oben drüber eine Monumentalfigur mit der Widmung von Kaiser Franz Josef. Nochmal zurück zu den Herren Semper und Hasenauer. Diese zwei Architekten waren auch an einigen anderen Ringstraßenbaustellen zeitgleich beteiligt. Und zwar an der Neuen Hofburg und den beiden Museen. Man kann sich vorstellen, was auf diesen Baustellen los war, wenn Zehntausende Arbeiter, die extra zu diesem Zweck damals nach Wien gekommen sind, beschäftigt waren. Und damit sind wir an der anderen Seite des Burgtheaters angelangt. Und an der Hinterseite des Burgtheaters gibt es auch noch das eine oder andere zu entdecken. Was sich wohl hinter diesem Busch in der Nähe des Burgtheaters verbirgt, gehen wir dem Geheimnis auf den Grund und erblicken ein Haus namens das Drei-Mädel-Haus. Das könnte man jetzt auf eine Operette zurückführen. Allerdings dieses Drei-Mädel-Haus ist der Namensgeber für die Operette gewesen. Und benannt ist es nach logischerweise drei Mädeln. Diese drei Mädeln vertreten irgendwann einmal einen gewissen Franz Schubert in Wien dermaßen den Kopf, dass der das Komponieren fast vergaß. Genommen hat er übrigens keine von den dreien. Womit sich ganz klar ergibt, wir sind heute als zweite Station nach dem Burgtheater auf der Mölkerpastei gelandet. Und wo wir schon bei den Komponisten sind, ebenfalls auf der Mölkerpastei befindet sich das Pasqualati-Haus, in dem Ludwig van Beethoven lange Jahre in Wien gelebt hat. Verlassen wir die Mölkerpastei nun über einen kleinen Weg bergab. Und erblicken hier eine Dame. Welche, das werden wir uns dann von vorne anschauen, wenn wir die letzten Meter bergab zurückgelegt haben. Und hier hätten wir diese Dame mal von vorne. Na, sehr nobel, sehr prominent sieht sie nicht aus, eher abgearbeitet. Kein Wunder, es ist hier das Denkmal zur Erinnerung an Österreichs Trümmerfrauen, die nach dem Zweiten Weltkrieg am Wiederaufbau
des Landes so schwer beteiligt waren. Kleiner Schwenk von der Mölkerpastei weg in Richtung Ring. Und schon sehen wir das Denkmal von Johann Andreas Liebenberg, dem Verteidiger der Wiener Stadt 1683 in der zweiten Türkenbelagerung. Aus diesem Grunde hat er auch oben an der Spitze seines Denkmals, na was wohl, eine Viktoria stehen. Und zwar nicht seine Frau, die nicht Viktoria hieß, sondern eine Siegesgöttin. Hier nochmal das Gesamtensemble Pasqualati-Haus auf der Mölkerpastei, Denkmal von Liebenberg und jetzt der Schwenk über die Ringstraße. Und hinter den Bäumen versteckt sich hier die Wiener Universität. Von der Mölkerpastei sehen wir ein bisschen mehr von der Universität. Na, diese zwei Helden haben ganz schön was zu schleppen. Nämlich diesen ganzen Balkon und was immer da oben dran hängt. Befindet sich übrigens gegenüber von der Schottenkirche. Und das andere gegenüber der Schottenkirche ist das Palais Kinski, dessen Portal wir hier einmal näher in Augenschein nehmen. Da lohnt sich auch wieder mal der Blick etwas weiter hinauf. Und es lohnt sich auch hineinzugehen, denn im Palais Kinski befinden sich sehr schöne Barockstatuen. Und über all dem ein wunderschönes Kuppelgewölbe mit vielen verspielten Details. Und ein Schelm, der Schlechtes bei dieser Skulptur denkt. An der Außenwand des Schottenstiftes hat man seinen Gründer verewigt, nämlich Heinrich II., einen Babenberger Herzog, dessen Spitzname Jasomirgott war. Der Legende nach soll er das irgendwann einmal gesagt haben, als man etwas von ihm wollte, Jasomirgott helfe. Vom Schottenstift spaziere ich weiter über die Freiung und komme zu etwas, da werden mir jetzt die Rapid-Fans einigermaßen böse sein, nämlich zum Austria-Brunnen. Benannt ist der allerdings zum Trost unserer grün-weißen Fans nicht nach dem violetten Erzrivalen, sondern nach dem Land Österreich und das heißt nun mal auf Lateinisch Austria. An der Freiung liegt dieses Gebäude, das eigentlich fast ein bisschen venezianisch wie ein Dogenpalast anmutet. Es ist das Palais Ferstl mit der Ferstl-Passage. Hier war früher die österreichisch-ungarische Bank untergebracht. Heute ist es eine kleinere Einkaufspassage geworden. In dem kleinen, achteckigen, glasüberdachten Hof am Ende der Ferstl-Passage befindet sich dieser Brunnen. Ein sehr reizvoller Brunnen mit einer wunderschönen Brunnennymphe obendrauf. Ein paar kräftigen Männern, die das Ganze stützen. Und unten noch Wassernixen. Und der Unterschied zwischen Kitsch und Kunst liegt wie immer nur im Auge des Betrachters. Ein Blick zurück vom Palais Ferstl zum Schottenstift mit Schottenkirche und zum Austria-Brunnen. Und weiter geht's in Richtung Hof. Wenn jemand auf gut Wienerisch einen Heidenschuss hat, dann geht das hier nicht auf diese Statue zurück. Denn verrückt ist die wohl nicht, sondern hier geht's um eine Sage aus der Zeit der Türkenbelagerungen. Lassen wir nun einmal dieses Gesamtensemble des Platzes am Hof ein bisschen auf uns wirken.
ehe wir uns ein bisschen näher zum bürgerlichen Zeughaus wenden. Dieses war früher dazu da, die Waffen der Wiener in Friedenszeiten zu verwahren, und die mussten sich dann die Wiener Bürger selbst in Kriegszeiten abholen, um ihre Stadt zu verteidigen. Weiter geht der Schwenk über die Mariensäule zur Kirche am Hof. 1782 sprach Papst Pius VI. Von diesem Balkon hier den Ostersegen Urbi et Orbi, als er in Wien auf Besuch war. Genauer gesagt, bei Kaiser Josef II. Auf Besuch war, um diesem aus Sicht der Kirche mal ordentlich die Leviten zu lesen, obwohl die Leviten ja eigentlich etwas Jüdisches sind. Daneben früheres Bankgebäude, heute das Park Hyatt, ein Luxushotel. Vorbild für grüne Verkehrsberuhigung könnte diese kleine Naglergasse in der Nähe des Platzes am Hof durchaus sein, denn Autos sieht man hier mal keine. Und es lohnt sich durchaus, an diesen jahrhundertealten Häusern einen Blick nach oben zu machen. Ebenso lohnt sich ein Blick in die kleinen Seitengassen. Und natürlich wieder mal in die Höhe. Und mit diesem Rückblick in die Naglergasse beende ich meinen heutigen Stadtspaziergang.